Ich unterschätze Sie nicht. Sie sind mein Problem. Warum sollten Sie sich gegen Ihre Familie stellen? Ich habe mich geirrt. Sie sind auf unserer Seite. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es nicht leicht wird, den Typen loszuwerden. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Sie ganz dringend jemand brauchen, der sich hier um alles kümmert. Also unter Umständen wäre ich bereit, Ihre Kündigung eventuell zurückzunehmen. Aber aus meinen Familienangelegenheiten halten Sie sich raus. Bevor du noch mehr Schaden anrichtest, gib mir endlich diesen Stick. Wenn du mich hochgehen lässt, fliegt alles auf. Wir verlieren LCL und Tanja hat nichts mehr, wofür es sich lohnt, aufzuwachen. Du wirst für das, was du getan hast, bezahlen. Und wenn wir LCL dadurch verlieren, dann ist das eben so. Tanja? Dr. Mendez? Herzschlagstand, rufen Sie den Kollegen und bringen Sie Adrenalin. Was passiert mit Ihnen? Sie müssen doch was tun. Was? Er ist ja gut. Gib mir den Stick. Gib mir den Stick. Wie krank bist du eigentlich? Sie liegt da drin, hat einen Herzstillstand, stirbt fast und du denkst nur daran, dass sie dich erpresst hat? Diesen verdammten Stick jetzt nicht gibst, dann erfährt Berg alles. Wenn er erfährt, dass wir seine Tochter dran kriegen wollten, dann ist LCL verloren. Das ist Tanjas Lebenswerk. Willst du das? Was? Gib mir diesen verdammten Stick oder LCL geht den Bach runter. Ganz klar, weißt du nicht, wie scheißegal mir das gerade alles ist? Guck doch mal hin! Hier willst du diesen Stick, den willst du haben? Ja, hier, dann nimm die Reste! Verschiss das Stick! Ist die Unterschriftenmappe für Alexa schon fertig wegen der Bestellung für die Pelzlieferung? Sekunde. Ja, hier ist sie. Ich wollte sie ihr eigentlich gleich bringen. Ich muss sowieso ins Büro. Ich lege sie hier hin. Danke. Kannst du das nicht auch unterschreiben? Ihr seid doch gleichberechtigte Geschäftsführer. Im Prinzip schon, aber Alexa ist für alles Kreative zuständig und da gehören auch die Bestellungen zu. Ich kann ja noch nicht mal Nerz von einem Frettchen unterscheiden. Das beruhigt mich ungemein. Ich habe mich ehrlich gesagt schon gefragt, warum du den Job überhaupt angenommen hast. Immerhin hast du dich bisher weder für Mode noch fürs Familienunternehmen interessiert. Vielleicht, weil mich einfach noch nie jemand gefragt hat. LCL, empfang mal den Informanten. Was kann ich für Sie tun? Zug morgen? Nachmittags. Also haben wir heute den ganzen Tag und den Abend. Ich dachte, ich koche uns was Schönes und dann feiern wir Abschied. Abschied? Komisch. Ja, wir machen das Beste draus, oder? Dein eigener Laden. In Berlin. Ja. Obwohl ich dich gerade ganz ungern allein lasse. Warum? Naja, du hast vor ein paar Tagen erfahren, dass Saschas Vater deine Eltern getötet hat. Saschas Vater ist ja nicht Sascha. Es war Krieg. Ich weiß, ich meine nur, dass... Keine Angst. Aber vor ein paar Tagen, da hast du ihm noch die Waffe auf die Brust gesetzt. Martha, wenn ich sage keine Angst, dann meine ich keine Angst. Klar. Also, du bist... Keine Angst. Ihr Herz ist ja jetzt wieder stabil, das heißt doch, dass sie außer Gefahr ist, oder? Vorerst. Und der Herzstillstand, hat der jetzt irgendwelche negativen Auswirkungen auf das Koma? Die Frage, ob und wann ihre Ex-Frau aufwacht, bleibt davon unberührt. Haben Sie denn irgendeine Ahnung, wie es überhaupt zu diesem Herzstillstand gekommen ist? Bisher leider nein.
Glauben Sie, dass Koma-Patienten irgendetwas mitbekommen von dem, was um sie herum passiert? Wie kommen Sie darauf? Ich glaube, Tanja, als ihr Herz stehen geblieben ist, ich glaube, sie hat mich damit vor einer großen Dummheit bewahrt. Nun, es gibt durchaus Fälle, in denen Patienten von Erinnerungen berichten, die sie aus der Zeit des Komas haben. Einige behaupten sogar, sie hätten versucht, Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Ich persönlich glaube, dass ein Patient sehr wohl merkt, wenn er nicht alleine ist. Und daher ermuntere ich die Angehörigen auch immer, mit den Patienten zu sprechen, sie an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Danke. Ich weiß, dass du mich hören kannst. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich werde alles tun, um LCL zu retten. Ich lasse dich nicht allein. Welches deiner Pflegekinder ist das? Das ist Ronja. Tief betroffen haben wir von Victorias Tod erfahren. In diesen schweren Stunden begleiten euch unsere Gedanken immer wieder die gleichen Phrasen. Kann ich mir auch nichts für. Was hat sie denn da auf dem Kopf? Eine Melone. Mein Mann hat ihr erklärt, dass die feinen Herren in England sowas tragen. Aber das ist doch eine richtige Melone. Ja, ich hab's nicht übers Herz gebracht, ihr den Unterschied zu erklären. Sie war so stolz auf ihre Melone. Es ist so süß. Na gut, den Rest zeige ich euch ein andermal. Ach, wieso? Na, ich bin ja nicht zum Spaß hier. Ich muss noch das Abendessen vorbereiten. Und wir wollen euren Vater nicht stören. Bei was? Beim Fernsehen? Ja, das auch. Ich muss sowieso los. Sie fährt also wirklich morgen nach Berlin? Ja. Und was machst du noch hier? Alter, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich den Rest meines Tages mit meiner Braut verbringen und hier blau machen. Mhm. Mann, Alter, Abschied feiern. Abschied! Juhu. Entschuldigung. Es fällt dir also doch nicht so leicht, dass sie geht. Am liebsten würde ich gerne mitgehen. Warum machst du das nicht? Weiß ich, du hast einen Vertrag und so einen Scheiß. Du hast recht. Wie jetzt? Das mache ich. Alter, du kannst doch nicht stoppen. Hey, Martha. Hey. Ist alles klar bei euch? Alles klar. Hast du eigentlich schon Alexa Bergs Unterschrift auf dem Bestellschein? Liegt hier, wird sie später unterschreiben. Du gibst jetzt aber nicht den gefälschten, oder? Für wie dämlich hältst du mich? Ihre eigene Adresse tausche ich nachher gegen die von dieser chinesischen Pelzfirma aus. Du scheinst Vincent Berg ja dringend loswerden zu wollen. Hast du so viel Schiss vor ihm? Sag mir mal so, ich finde, wir sollten ihn nicht unterschätzen. Oh, keine Widerrede, wie ungewöhnlich. Was hat er mit dir angestellt? Warte mal, bis er dich zu einem kleinen Ausflug einlädt, an dessen Ende du froh bist, wenn seine Gorillas sich noch zusammengeschlagen haben. Naja, offensichtlich hast du es ja überlebt. Ja, weil er noch Geld von mir will. Ich besorge uns Alexas Unterschrift, vertrau mir. Das tue ich erst, wenn du Ergebnisse lieferst. Guten Tag dir. Herr Berg, wie nett. Sie wollen bestimmt zu Alexa. Ich werde mal schauen, wo ich sie finde. Nein, ich bin ihretwegen hier, Tristan. Meinetwegen? Tja, dann empfehle ich mich. Die Herren? Da wir beide ja nun Geschäftspartner sind, ist es höchste Zeit, dass wir uns besser kennenlernen. Deshalb erweisen Sie mir die Freude und unternehmen Sie einen kleinen Ausflug mit mir. Ist es für dich okay, wenn du noch ein bisschen auf ihn aufpasst? Ich würde gerne zur LCL Marlene besuchen. Klar. Ach, wie war es denn eigentlich bei dir? Kommen Vicky und dein Vater besser miteinander klar? Es geht so.
Dabei bin ich mir sicher, dass Biggie das Beste ist, was unserer Familie passieren konnte. Sie ist so, keine Ahnung, so positiv. Sie kann einen trotz allem zum Lachen bringen. Nur dein Vater nicht. Ja, im Gegenteil. Sobald jemand das geringste Anzeichen von guter Laune zeigt, flippt er aus. Naja, außer bei Tommy. Gott, das klingt aber nicht gut. Ich weiß nicht, Biggie hat eine Engelsgeduld mit ihm. Keine Ahnung, wie sie das macht. Er kann nicht einfach so zulassen, dass das Leben weitergeht. Das würde ja bedeuten, dass er ein Leben ohne deine Mutter akzeptieren muss. Und davor hat er verständlicherweise Angst. Weißt du, die Trauer, die ist wie eine Blase, die ihn beschützt. Damit zieht er uns aber alle runter. Ich denke auch ständig an Mama. Aber wenn ich das mal eine Sekunde nicht mache, soll ich mich dann gleich schlecht fühlen. Ach, dein Vater will nicht, dass sich irgendjemand schlecht fühlt. Ja, aber er benimmt sich so. Er läuft die ganze Zeit mit so einem Gesicht rum und stöhnt bei jeder Bewegung. Ja, weil er Rückenschmerzen hat. Ja, dann soll er wieder in seinem Bett schlafen, nicht auf dem Sofa. Ja, selbst das wäre im Augenblick zu viel Normalität für ihn. Naja, sie kann sich halt gut in ihn reinversetzen. Ja. Ist erstaunlich. Naja, sie hat euch doch bestimmt davon erzählt, oder? Wovon? Nichts? Irgendwas, was ich wissen sollte? Ich denke, sie wird es euch schon irgendwann selbst erzählen, aber es ist schon ihre Entscheidung. Wenn man so einen Verlust erlebt, dann hört man von den Leuten immer Sachen wie: Die Zeit heilt alle Wunden. Du glaubst, dass es nicht stimmt? Doch. Doch, das stimmt. Aber du wehrst dich erst mal dagegen, weil du gar nicht willst, dass dein Schmerz aufhört, weil du das Gefühl hast, du würdest den Verstorbenen damit betrügen. Ich weiß, was du meinst. Weißt du was? Wir lassen einfach jeden Tag ein bisschen Normalität rein. Jeden Tag ein bisschen mehr. Und Papa will das nicht. Na, ich bin ja auch noch da, oder? Ja. Atmen Sie die frische Luft. Ist das nicht herrlich? Ja. Herrlich. So schön einsam. In Ihrem Fall gibt es auch keinen. Umso besser. Sind wir wirklich ungestört? Ich nehme an, Sie ahnen schon längst, was sich in den Taschen befindet. Nein, noch nicht ganz. Bitte, enttäuschen Sie mich nicht. Iwan Alexejew stellt die Taschen dorthin. Mitbringsel aus Russland. Sie wollen hier angeln? Natürlich. Haben Sie mit Ihrem Vater früher nie geangelt? Nein, das hat sich leider nie ergeben. Sehen Sie, und ich habe mir immer einen Sohn gewünscht, mit dem ich angeln gehen kann. Angeln ist ein wunderbarer Zeitvertreib. Es beruhigt die Nerven. Und ist gleichzeitig ein Sinnbild für das gesamte Leben. Der Fisch will den Wurm fressen und schluckt dabei den Haken, der ihm zum Verhängnis wird. Sie meinen, zu viel Gier wird bestraft? Wieso Gier? Der Fisch muss fressen, das liegt in seiner Natur. Nein, nein. Ich meinte eher, wie leicht das Schicksal sich wenden kann. In der einen Sekunde glauben wir noch, wir hätten unsere Gegner überlistet. In der nächsten hängen wir bereits selbst am Haken. Ihr könnt gehen. Ich verabscheue unnötige Grausamkeiten. Ich wünschte, ich könnte diesem kleinen, zappelnden Wurm sein Schicksal ersparen. Aber gibt nun mal keinen besseren Köder. Jetzt sind Sie da.
Wie geht's ihr? Ihr Herz schlägt. Sebastian, du darfst nicht denken, dass Tanja mir egal ist, aber... Wenn's hart auf hart kommt, zählt für dich eben nur der eigene Vorteil, schon klar. Wir sind uns eben ziemlich ähnlich, was das betrifft. Tanja und ich. Na, wie sieht's aus? Single Malt auf den Schreck? Wahrscheinlich ist es wirklich wenig hilfreich. Wenn wir uns in der jetzigen Situation bekriegen, wir müssen uns ja auf Vincent Berg konzentrieren, hab ich recht? Sag ich doch. Was natürlich nicht heißt, dass wir so tun, als wäre nichts passiert, dass du die Gelder der Bank veruntreut hast und so weiter und... Irgendwann kriege ich dich dran. Ja, ja. Mir würde auch was fehlen, wenn Tanja und du nicht versuchen würdet, mich fertig zu machen. Ich meine das ernst. Ich auch. Auf eine seltsame Art. Waffenstillstand? Unter einer Bedingung. Wenn Tanja jemals wieder aufwacht, heirate sie und werd glücklich mit ihr. Sollte ich das tun, dann bestimmt nicht, um dir einen Gefallen zu tun. Hätte ich ja nicht erwartet. So, jetzt reicht's aber auch wieder. Ich weiß nicht, ob dir das was bringt, aber ich habe andere erotische Vorlieben. Gibt's Neuigkeiten von Tristan? Ich würde sagen, hoffen wir mal, dass er noch am Leben ist. Haben Sie gedacht, dass ich Sie nur zuschauen lasse? Als ich Sie und Ihren Cousin vorhin in Ihrem Büro überrascht habe, Sie wirkten regelrecht erschrocken, als Sie mich gesehen haben. Tatsächlich? Geheimnis? Schon gut, mein Junge, nur ein kleiner Test. Ich muss gestehen, dass ich am Anfang recht besorgt war über das Vertrauen, das meine Tochter ihr entgegenbringt. Inzwischen denke ich da anders drüber. Das freut mich zu hören. Ihre Loyalität kann uns noch von großem Nutzen sein. Ich bin sicher, Ihr Bruder und Ihr Cousin werden mit allen Mitteln zu verhindern suchen, dass ich Ihnen die Firma wegnehme. Ich weiß, dass es so ist. Deshalb darf ich Sie bitten, die Augen offen zu halten. Damit sind Sie für meine Tochter und mich ein unschätzbarer Trumpf. Langsam frage ich mich, ob es in diesem See überhaupt Fische gibt. Was meinen Sie? Wollen wir nachsehen? Warum darf Martha nichts davon wissen, dass du mit noch belegen willst? Überraschung. Und was mit deinem Vertrag? Klappt einfach so? Ich werde dich echt vermissen. Du bist der Einzige, mit dem ich über diesen ganzen Kriegsscheiß reden kann. Was rede ich? Du hast es ja einfacher. Einfacher? Meine Eltern wurden von meinen eigenen Augen erschossen. Alter, deine Eltern waren gute Menschen. Sei stolz auf sie. Aber mein Vater. Mein Vater war ein Mörder. Verstehst du das? Hey. Marlena hat mir verraten, dass du hier bist. Und warum hängst du eigentlich immer noch rum, obwohl du hier gar nicht mehr arbeitest? Ich weiß. Aber solange ich in Düsseldorf bin, will ich einfach jede Sekunde mit Juri verbringen. Das verstehe ich. Sag mal, den habe ich gerade gesehen. Haben er und Sascha Stress? Wieso? Na, haben sie gestritten? Worum ging's? Ich weiß nicht, irgendwie um den Krieg. Ich habe nur Mörder verstanden. Wo sind sie? Wo willst du hin? Bleib hier. Nein. Bleib hier! Ach Mann, lass mich in Ruhe!
Warte! Was ist denn los? Nichts. Aber das klang nicht wie nichts. Männersache. Na los! Worauf warten Sie noch? Keine Badehose dabei. Wir sind doch hier ganz unter uns. Oh Mann, was mache ich eigentlich? Oh, verdammt! Christoph! Helf! Helf Sie mir! Ich kann nicht mehr Hilfe! Zweimal die Woche will ich fleischlos kochen. Wenn das bemerkt, regt sich Herr Wolf bestimmt ordentlich auf. Aber dafür muss das ja erst mal bemerken. Sag mal, meinst du, das wäre nicht vielleicht besser, wenn du deinem Wolf sagst, was damals passiert ist? Was meinst du? Biggie. Ich bin nicht hier, um die Wolfs mit meiner eigenen Geschichte zu belasten. Die haben im Augenblick genügend eigene Sorgen. Ja, aber du könntest es ihnen ja wenigstens erzählen. Na? Wirkt das warme Pflaster schon? Ah, Scheiße. Wie denn? Ich bin ja nicht beim Zirkus. Oh. Sie meinen, Sie haben es nicht geschafft, das Pflaster selbst aufzukleben. Soll ich Ihnen vielleicht helfen? Ja. Wäre dann wohl die einzige Möglichkeit. Gut. Vielleicht ist das Sofa ja doch nicht der beste Ort zum Schlafen. Das Sofa ist völlig in Ordnung. Ich habe nur den Rücken verrenkt. Dann wollen wir mal hoffen, dass das Pflaster hilft. Und hier wird ein bisschen Wasser helfen. Schöne Rose. Danke. Selbst in Gefahr begeben, um mein Leben zu retten. Meine Tochter hatte recht. Der einzig vertrauenswürdige Mensch in der ganzen Familie. Mir Juri bitte mal geben. Würde ich gerne, aber die beiden haben sich im Bad eingeschlossen. Was? Ja, Jesse hat gemeint, die beiden sind ziemlich angetrunken. Und jetzt läuft da drin laute Musik und man hört so komische Geräusche. Was sind für komische Geräusche? Keine Ahnung, Geräusche und Schreie. Schreie? Vielleicht ist es am besten, wenn du vorbeikommst. Komm mit. Warte. Cousin Ansgar hätte seelenruhig dabei zugeschaut, wie ich hier trinke. Und ihr Bruder Sebastian hätte vielleicht Hilfe geholt, aber wäre er selbst gesprungen? Ich denke schon. Es ehrt sie, dass sie ihn verteidigen. Aber sie wissen, dass ich recht habe. Kein Wunder, dass sie immer ein Außenseiter in der Familie waren. Wie kommen wir denn darauf? Ach, ich bitte Sie, das ist doch offensichtlich. Ihre ganze Familie hat ihnen immer das Gefühl gegeben, unzulänglich zu sein. Weil jeder insgeheim wusste, dass sie allen überlegen sind. Nicht einmal ihr Vater hat ihr Potenzial erkannt. Sonst hätte er vor seinem Tod dafür gesorgt, dass sie einen wichtigen Posten im Familienunternehmen bekommen. Ich habe ihm nie das Gefühl gegeben, ein großes Interesse daran zu haben. Weil sie geahnt haben, dass es ihnen sowieso nicht zutraut. Stattdessen sitzt jetzt ihr Cousin Ansgar an der Spitze. Und er ist so selbstverliebt, dass er nicht mal auf die Idee käme, jemand anders als er könnte diese Firma leiten. Ja, könnte was dran sein. Und ihr Bruder Sebastian ist so sehr darauf bedacht, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, als dass er aus dessen Schatten heraustreten könnte. Er versucht, ihm zu vertrauen, aber ich bin sicher, letztlich kann er es nicht.
Kann sein, dass ich mit meiner Analyse völlig falsch liege. Ich weiß um Ihre Erfolge an der Börse in Tokio. Sie haben eine ganz außerordentliche Begabung. Warum sind Sie diesen Weg nicht weitergegangen? Vielleicht, weil es mir zu langweilig war. Jemand wie Sie sucht ständig neue Herausforderungen. Die kann ich Ihnen bieten. Zum Beispiel? Wie würde es Ihnen gefallen, wenn in Zukunft nicht mehr Ihr Cousin die Landstammbank leitet? Sondern Sie? Das habe ich schon mal gemacht. Weg. 3, 2, 1. Ah! Ah! Martha! Juri! Sag mal, ist das Blut? Hä? Ist das Blut? Wo ist Sascha? Hey! Was um Himmels Willen habt ihr hier gemacht? Ich hab Juri tätowiert. Bloß was? Ich hab ihn tätowiert. Hier. Vorher stand da so ungefähr, niemals vergessen, niemals verzeihen. Und was steht da jetzt? Verzeihen, aber nicht vergessen. Genau. Wir haben nämlich was verstanden. Der Krieg ist erst vorbei, wenn man sich gegenseitig verzeiht. Verstehst du? Oder? Hm. Genau. Was denkst du? Hm? Ich find's wunderbar. Ja? Ja. Ihr spinnt. Ist ja gut. Ist ja gut, mein Schatz. Oh, bitte, jetzt hör doch mal auf zu schreien. Oh. Was ist denn los? Hm? Oh, nein. Oh, verdammt. Oh. Sag mal, was ist los, Tommy? Hm? Du hast ein Fläschchen bekommen. Du hast ein anständiges Bäuerchen gemacht. Oh. Und du hast eine frische Windel. Hm? Jetzt hör mal auf, bitte. Vielleicht versuchen Sie es mit dem Tragetuch. Oh, wie Sie mich erschreckt. Entschuldigung. Tragetuch? Was soll das denn? Wir sind doch keine Kommune hier. Ich habe 3 Kinder großgezogen. Auch ohne Tragetuch. Ja, natürlich geht's auch ohne, aber manchmal hilft's eben, wenn die Kinder so viel Körperkontakt wie möglich haben. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich den Kleinen ohne Finger auf dem Arm rumschleppe. Das ist eigentlich Körperkontakt genug. Darf ich mal was versuchen? Wenn es nicht klappt, bin ich sofort still und gehe in mein Zimmer. Bitte. Viel Erfolg. Ja, jetzt hat er sich auch müde geschrien. Ja, wahrscheinlich. Dank Ansgar sind von den vielen Unternehmen, die meine Familie einst besessen hatte, nur noch LCL und die Bank übrig geblieben. Wenn Sie uns beides nehmen, dann hat die Familie keine Einnahmequelle mehr. Ich kann nachvollziehen, dass es Ihnen nicht leicht fällt, gegen die Interessen Ihrer Familie zu handeln. Aber stellen Sie sich einmal die folgende Frage. Wann hat Ihre Familie jemals nach Ihren Interessen gehandelt? Wann hat man Ihnen auch nur das kleinste bisschen Vertrauen entgegengebracht? Sie haben mich zum Geschäftsführer von LCL gemacht. Aber doch nur, weil Ihre Familie wusste, dass meine Tochter keinen anderen Lahnstein an ihrer Seite akzeptieren würde. Ihnen ist sozusagen nichts anderes übrig geblieben. Aber sobald die Krise vorbei ist, landen Sie wieder in Ihrem Club und kümmern sich dort um die Getränkebestellungen. Papa? Was hast du denn hier? Ich war mit Tristan angeln. Aha. Deshalb konnte ich euch nicht erreichen. Funkloch. Ein seltenes Vergnügen heutzutage. Aber ich will euch gar nicht länger stören. Sie denken über mein Angebot nach? Mach ich. Gute Nacht, mein Liebling.
Nacht. Was für ein Angebot? Dein Vater hat mir die Leitung der Lahnsteinbank angeboten. Tatsächlich? Und machst du's? Erstmal kümmern wir uns um LCL. Hast du die Bestellung für die Pelzlieferung schon unterschrieben? Bin ich noch nicht zugekommen. Ach, weißt du was, das, das hat sowieso noch Zeit. Wie haben Sie das gemacht? Manchmal reicht's schon, wenn die Kinder unseren Herzschlag spüren. Das ist das Geräusch, das sie aus dem Mutterleib kennen. Dann wissen sie, dass sie nicht allein sind. Man sagt ja immer, Kinder in dem Alter kriegen nicht mit, was um sie herum passiert. Aber das stimmt nicht. Die kriegen alles mit, die haben ganz feine Antennen. Was wollen Sie damit sagen? Ich glaube ja, Tommy spürt ihre Trauer ganz genau. Und vielleicht spürt er sogar, dass sie sich dadurch von ihren Kindern entfernen. Ich will das gar nicht. Ja, das wissen ihre Töchter auch ganz genau. Aber Tommy weiß das doch nicht. Vielleicht würde es ja schon helfen, wenn sie mit Tommy zusammen in einem Zimmer schlafen würden. Sie wollen mir nur wieder das Sofa ausreden. Ja? Dann könnte ich jetzt noch in Ruhe fernsehen. Steht Ihnen das Lächeln? Sollten Sie öfter mal machen. Ich kann das aber nicht. Gib es Ihnen her. Komm her, mein Schatz. Ja. Hattest du nicht gesagt, du kommst gleich nach? Ich war noch durstig. Du denkst über das Angebot meines Vaters nach. Ich frage mich nur, warum er mir auf einmal so viel Vertrauen entgegenbringt. Das hat er doch vorher nicht getan. Er hat dich unterschätzt. Da ist er nicht der Erste. Er hat eine gute Menschenkenntnis. Darum hat er seine Meinung geändert. Freut mich. Er bietet dir so einen Job ja nicht aus reiner Großzügigkeit an. Er glaubt, dass du die Sache gut machen würdest. Und davon profitiert er dann ja auch. Mein Vater macht nichts, ohne dass er selbst was davon hat. Aber er vertraut dir auch. Das ist mehr, als du über deine eigene Familie sagen kannst. Wie kommst du darauf, dass meine Familie mir nicht vertraut? So oft, wie du dich mit Sebastian und Ansgar treffen musst? Ich hatte das Gefühl, die gucken dir ganz genau auf die Finger. Ja, das tun sie. Und am liebsten wäre ihnen wohl gewesen, sie hätten dich nie zum Geschäftsführer machen müssen. Mal ganz abgesehen von mir. Das ist eine große Entscheidung. Wieso? Du hast die Wahl. Entweder du bleibst für den Rest deines Lebens das schwarze Schaf der Familie, das von keinem richtig ernst genommen wird. Oder? Oder du zeigst endlich mal, was du drauf hast. Nicht nur deiner Familie, auch dir selbst. Der ist mit Tommy Brötchen holen. Wo steht der Kinderwagen da? Er hat das Tragetuch genommen. Er hat was? Ich glaube, ich hatte gestern Abend sowas wie einen Durchbruch bei deinem Vater. Was ist passiert? Wir haben geredet über Tommy und über alles. Und er hat zugegeben, dass er gerne häufiger lächeln würde. Das hat er gesagt?
Well, wie gesagt, ich glaube, ich bin ein Stück weit zu ihm durchgedrungen. Oh mein Gott, du bist unglaublich. Kim, du wirst schon sehen, es dauert nicht mehr lange und du und ich, wir haben deinen Vater da, wo wir ihn haben wollen. Hoffentlich. Ich bin mal schnell im Bad. Was fällt Ihnen denn ein? Sie manipulieren meine Tochter? Damit Sie bei mir Ihren Willen durchsetzen können? Und nicht mit mir. Oh, da bist du ja. Wir hätten um ein Haar eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Berg hat mich zu einem kleinen Ausflug eingeladen. Wir waren angeln. Hat er dich als Köder benutzt? Was wollte er? Nur ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ich hoffe mal, du hast dich nicht verplappert. Nein, habe ich nicht. Warst du zugedröhnt? Ich glaube, ich war ausnahmsweise mal nüchtern. Das wäre in der Tat erstaunlich. Ansgar, wenn er sagt, er hat sich nicht verplappert, dann glauben wir ihm das, okay? Also ich bin jedenfalls froh, wenn diese ganze Nummer durch ist. Ja, da sind wir alle. Apropos, wisst ihr eigentlich schon, wie es weitergeht, wenn wir die Bergs endgültig los sind? Was soll dann sein? Wer zum Beispiel wird der neue Geschäftsführer von LCL? Ja, dann ja natürlich. Sobald sie aus dem Koma erwacht ist und gesundheitlich wieder dazu in der Lage ist, ist... Also keine Sorge, du bist aus der Nummer jedenfalls raus. Du kannst dich wieder in aller Ruhe deinem Wirtshaus am Rhein widmen. Jeder macht eben das, was er am besten kann. Ansgar, kannst du vielleicht einfach mal die Schnauze halten? Wir sind dir sehr dankbar für deine Hilfe. Aber sobald die Nummer hier durch ist, wollen wir deine Zeit natürlich auch nicht weiter in Anspruch nehmen. Und komm schon, Tristan, ich kenne dich. Du hast überhaupt kein Interesse an so viel Verantwortung. Hat Alexa den Bestellschein eigentlich schon unterschrieben? Nein, noch nicht. Na, dann sorg mal dafür, dass sie es heute noch tut. Aber natürlich. Mama. Martha? Oh, was machst denn du hier? Ich weiß es nicht. Oh. Balkanparty. Wir haben Schliwowitz getrunken. Zu viel. Und dann hast du dich geweigert, nach Hause zu gehen. Hab ich das? Ja. Du wolltest deinen alten Kumpel Jure nicht alleine lassen. Und uns blieb nichts anderes übrig, als dich mitzunehmen. Morgen. Morgen. So, ich mach uns dann mal eine Tasse Kaffee und ein paar Eier in der Pfanne. Hast du Eier, Alter? Eier? Was für Eier? Ich hab nicht mal eine Küche. Sascha, ich würde mich eigentlich ganz gerne von Juri verabschieden. Also. Wieso verabschieden, Alter? Hast du ihn? Sascha. Bitte. Na dann. Bis später. Bis dann. Was weiß ich. Also der ist echt ein bisschen durch den Wind, oder? Hm. Du. Weißt du was? Ich würde wahnsinnig gerne zum Abschied mit dir duschen. Sie stellen sich zwischen mich und meine Familie. Sie wollen meine Familie kaputt machen. Warum sollte ich das tun? Was weiß ich? Was weiß ich? Weil Sie selber keine Familie haben?
Oder weil ihre Pflegekinder aus dem Haus sind und sie deshalb nicht wissen, was sie mit ihrem langweiligen Leben anfangen sollen? Keine Ahnung. Ich finde, es reicht jetzt. Ihr eigenes Leben ist so leer, dass sie sich wünschen, dass die andere Familie genauso unglücklich sind wie sie. Im Gegenteil. Ich würde ihnen gerne dabei helfen, mit ihrer Trauer fertig zu werden, damit sie ihren Kindern wieder ein richtiger Vater sein können. Ich soll meinen Kindern ein richtiger Vater sein? Sie wissen noch gar nicht, wie das ist, eigene Kinder zu haben. Und sie wissen auch nicht, wie es ist, jemanden zu verlieren. Woher wollen Sie das wissen? Weil Sie nicht sonst mit Ihren dämlichen Dauergrinsen hier durch die Gegend laufen würden. Hey, da bist du ja. Ich habe gerade alles ganz brav unterschrieben. Zufrieden? Zufrieden. Wir sind übrigens gleich mit meinem Vater verabredet im Schneiders. Worum geht's? Ich habe mir überlegt, wie man der Pelzkollektion noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen kann. Wir wollen auch, dass der Laden blendend läuft, bevor wir ihn einkassieren. Und was genau hast du dir überlegt? Das wirst du dann sehen. Ich hole mir einen Kaffee. Willst du auch einen? Danke. Ich weiß, gestern mit Ansgar habe ich kurz den Kopf verloren. Ja, ich weiß. Aber ich bin jetzt wieder voll da. Glaub mir. Wir haben uns zusammengerauft. Und jetzt machen wir die Bergs fertig. Und retten LCL. Es läuft jetzt alles nach Plan. Ja? Die illegalen Pelze sind angekommen und Tristan ist jetzt auch dabei. Der besorgt uns Alexas Unterschrift unter dem gefälschten Bestellschein. Ja, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Wir können Tristan nicht vertrauen, verlass dich nicht auf den, aber glaub mir, auf Tristan kann man sich verlassen.